Brite verlängert bis 2024. Klos liegt endlich ein Angebot vor. Lukoki lehnt Verlängerung ab. Seufert wechselt nach Fürth. Julian Börner nach Hannover. Und Gewinnspiel von Super Bowl Bielefeld. Das sind die pickepacke vollgepackten Themen für diese Folge. Und damit sage ich herzlich willkommen zum einem Update. Nach dem Intro geht's wie immer los. Einer der wichtigsten Vertragsverlängerungen ist unter Dach und Fach. Manuel Prietl, unser Mittelfeldmotor, unterschreibt für weitere 3 Jahre bis 2024. Der Vertrag wäre normalerweise zum 30.06.2021 ausgelaufen. Ihn ablösefrei zu verlieren, wäre natürlich ein herber Rückschlag. Prietl kam zur Saison 2016-2017 vom SV Mattersburg und bestritt seitdem 4 Saisons und 155 Spiele für Arminia. Darunter 119 in der zweiten Bundesliga, 28 in der ersten Bundesliga und weitere 8 im DFB-Pokal. Dabei konnte er insgesamt 6 Tore und 8 Torvorlagen beisteuern. Viel wichtiger ist natürlich seine Ruhe und Abgeklärtheit im defensiven Mittelfeld. Darum ganz wichtige Vertragsverlängerung vom Österreicher. Bei seiner Unterschrift sagte er Folgendes: Jeder weiß, was ich mit dem Verein verbinde und was ich mir in den letzten Jahren bei Arminia aufgebaut habe. Diese Reise ist noch nicht zu Ende und jetzt heißt es, Jahr für Jahr in der Bundesliga zu bleiben. Dafür habe ich mich entschieden und darüber freue ich mich sehr. Auf viele weitere und natürlich viele weitere erfolgreiche Jahre mit dir, Manuel, lass es krachen. Lange wurde spekuliert, ob er bleibt oder ob er geht. Nun liegt unser Kapitän und Fußballgott Fabian Klos ein neuer Vertrag vor. Ob er ihn unterzeichnet, liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht fest. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir ihn in Interviews hören, dann steht das eigentlich schon zu 99% fest. Für mich immer noch ganz, ganz wichtig, so einen Leader auf dem Platz stehen zu haben, der die Mannschaft in- und auswendig kennt, der den Verein in- und auswendig kennt und die Spieler bei jedem Spiel voranpeitscht. Unter Frank Kramer hat er deutlich mehr Einsatzzeit bekommen, doch sein Vertrag will er nicht verlängern. Anderson Lukoki verlässt Arminia nach 3 Jahren und wird sich höchstwahrscheinlich an anderen Bundesligisten anschließen. Breaking, breaking, breaking! Zum Zeitpunkt des Schnittes für dieses Video unterzeichnet Anderson Lukoki einen Vertrag beim 1. FSV Mainz 05. Dieser Vertrag gilt bis 2024. Breaking zu Ende, Breaking zu Ende, Breaking zu Ende. Ein neuer Vertrag wurde ihm vorgelegt, diesen hat er allerdings abgelehnt. Der 23-Jährige spielt seit der Saison 2018-2019 bei uns und hat sich nach 3 Jahren seinen Stammplatz eigentlich erarbeitet. In dieser Zeit lief er 44 Mal für unsere Arminia auf und konnte 2 Tore vorlegen. Zu diesem Zeitpunkt sicherlich der überraschendste Abgang, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Ich war persönlich immer ein sehr großer Befürworter für Anderson Lukoki auf der Linksverteidigerposition und ich hoffe, dass du dich bei einem anderen Verein durchsetzen kannst. Auch du, lass es krachen, Junge. Nachdem die ersten 4 Abgänge bekannt sind, ist nun auch bekannt, wo der erste hinwechseln wird. Nils Seufert wird ablösefrei ins Frankenland zur SPVGG Fürth wechseln. In der abgelaufenen Saison hat er leider kaum Spielzeit bekommen. Gerade mal 13 Einsätze und 334 Spielminuten. Das ist einfach viel zu wenig für ihn. Er ist gerade mal 24 Jahre und muss spielen, sonst wird aus ihm leider nichts. Ob er in Fürth mehr Einsatzzeit bekommt, bleibt abzuwarten und zu hoffen. Seufert kam in der Saison 2018-2019 aus Kaiserslautern und schloss sich unserer Arminia an. Dabei hat er in 3 Saisons 52 Einsätze gehabt, das macht eine Spielminutendauer von 2649 Minuten. Dabei konnte er leider kein Tor schießen, aber 5 Tore vorlegen. Auch dir wünsche ich nur das Beste, aber nur für 32 Spiele nächste Saison. Unsere Freunde aus Hannover brauchen Verstärkung in der Innenverteidigung. Laut Liga 2 Online-Informationen liegt dem ehemaligen Arminia-Spieler ein Angebot von H96 vor. Ob der mittlerweile 30-Jährige zurück nach Deutschland kommt, bleibt offen, denn in der englischen zweiten Liga kriegt er relativ viel Einsatzzeit. 63 Einsätze in 2 Jahren, das lässt sich schon sehen. Ihr könnt einen 15€ Verzehrgutschein vom Super Bowl Bielefeld gewinnen. Der Inhaber des Restaurants hat mich angeschrieben und würde sich sehr freuen, wenn die Bindung zwischen Arminia-Fans und dem Super Bowl noch größer wird. Er selber ist großer Arminia-Fan. Die Spieler kommen öfters mal bei ihm vorbei, um eine Bowl zu essen oder einen Burger und sogar die DSC-Frauen wurden vom Restaurant beliefert. Da sie sich in Quarantäne befanden, sponserte Super Bowl, welche übrigens auch Partner bei Arminia Frauen ist, eine Bowl für jede Spielerin.
Klasse Aktion auf jeden Fall und jetzt könnt ihr was gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, Super Bowl Bielefeld auf Instagram folgen, der Link ist natürlich in der Videobeschreibung und den Hashtag Super Bowl Arminia in die Kommentare schreiben. Dabei ist es egal, ob ihr einen einzelnen Kommentar mit diesem Hashtag macht oder an euren Kommentar, den ihr eben schreiben wolltet, einfach dranhängt. Die Verlosung läuft ab Veröffentlichung dieses Videos eine Woche, also bis zum 3.6. um 17.59 Uhr. Der Gewinner wird dann in der darauffolgenden Alm-Update-Folge ermittelt. So, dann wären wir am Ende dieser Folge Alm-Update. Nicht vergessen, den Hashtag zu verbreiten, dann könnt ihr einen 15€ Verzehrgutschein vom Super Bowl Bielefeld gewinnen und schreibt mir natürlich auch gerne eure Meinung zu den ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ein Abo auf diesem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne bin ich raus, wünsche euch noch einen schönen Abend oder was auch gerade ist. Und sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!